Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. Do you have a lawyer? No, sir, I don't. I'm just a patsy. Willkommen zu einer neuen Episode von Die Wildnis der Spiegel, meinem Podcast über die Ermordung des 35. Präsidenten der USA, John Fitzgerald Kennedy. Ich möchte in dieser aktuellen Sitzung nochmal auf Buell Wesley Frazier eingehen. Wir hatten Frazier erstmals im Kontext des seltsamen Falls von Ralph Leon Yates besprochen und in der letzten Episode gingen wir dann in die Tiefe des Warren Reports und zu Frasiers detaillierter Anhörung. Das Ziel dieser Episode besteht nun darin, uns Buell Wesley Frazier aus der Sicht der Researcher näher anzusehen, aber auch einen Blick in seine relativ neue Autobiografie zu werfen. Darin betont Frazier übrigens, dass sein ungewöhnlich klingender Vorname als Buell ausgesprochen werden soll. Allerdings haben ihn die Menschen ein Leben lang Wes oder Wesley genannt. Die Essenz der Ereignisse, wie sie Frazier der Warren-Kommission gegenüber zu Protokoll gab, lässt sich in folgende Stichpunkte zusammenfassen. Gardinenstangen und die problematische Papiertüte, die von Oswald so seltsam unter dem Arm getragen wurde. Die Tatsache, dass Oswald nicht sehr gesprächig war und seine Konversation mit Frazier sich auf paar harmlose Bemerkungen beschränkte, Stichwort Wetter, Auto, Führerschein, die Kinder und ein kurzer Austausch darüber, dass Oswald mal in Europa war. Dass Frazier den Anschlag auf JFK im Eingangsbereich des Texas Schoolbook Depository erlebte, Seite an Seite mit seinem Kollegen Billy Lovelady und seinem Vorarbeiter Billy Shelley. Dass er nach dem Attentat erstmal in das Untergeschoss ging, um sein Pausenbrot zu holen. Und vor allem, und das ist letztendlich sein wichtigster und nachhaltigster Beitrag zur Warren-Kommission, dass er das wöchentliche Pendel- und Reiseverhalten von Lee Harvey Oswald etablierte. Freitag nach der Arbeit mit Frazier nach Irving und am Montagmorgen mit Frazier zurück nach Dallas in die Arbeit. Die restlichen Wochentage verbrachte Oswald in Oak Cliff in einem kleinen möblierten Zimmerchen unweit von Downtown Dallas und fuhr somit mit einem Bus in und aus der Arbeit. Fangen wir mal mit einem grundsätzlichen Problem an. Und dazu möchte ich jemanden zu Wort kommen lassen, der genauso wie Frazier dort war. Die Rede ist von Roy Lewis. Roy Lewis war ebenfalls ein Mitarbeiter des Texas Schoolbook Depository und hatte denselben Job wie Lee Harvey Oswald und Buell Wesley Frazier. Roy Lewis war der Einzige, der noch jünger als der damals 19-jährige Frazier war. Er hatte mit 17 Jahren bei seinem Bewerbungsgespräch gelogen, um den Job zu kriegen, was damals nicht unüblich war. Roy Lewis ist Afroamerikaner und hielt sich aus der ganzen Debatte der letzten 60 Jahre gänzlich raus. Er ist inzwischen ein älterer Herr, der relativ unaufgeregt Einladungen zu entsprechenden Conventions als Zeitzeuge bei Podiumsgesprächen annimmt. Und ich empfinde ihn als sehr besonnen, gänzlich ohne eine eigene Agenda und, wie er manchmal humorig anmerkt, ohne ein eigenes Buch zu verkaufen. Er ist also auch jemand, der da einen sehr nüchternen Zugang zu der ganzen Situation hat und der sich von einigen der zu emsigen Researcher keine Worte in den Mund legen lässt. Hier ist, was Roy Lewis zu einer wichtigen Frage rund um Buell Wesley Frazier und Lee Harvey Oswald zu sagen hat. Und da hält man den Atem an. He used to give Lee a ride only on weekends. Do you have any information on him? Yeah. He would give Lee a ride every day, Monday through Fridays. He would pick Lee up and bring him to work. Wesley Frazier was the next youngest one there. He was a Caucasian. He was the youngest one there besides me. And he would pick Lee up every day and bring Lee to work. Bring him to work and take him home every day. The reason that's important is because
The official story is that Wesley Frazier only did that on weekends, where he would take Lee to Irving on weekends and then bring him back on Sunday evening, and then he would stay in his rooming house the rest of the day and probably use public transportation to get to the to work to the Texas School Book Depository. So, but that's not what you witnessed. It's not true. He would take, he would bring him to work every morning. Cause he didn't have a car. Roy Lewis sagt hier also unmissverständlich, dass das, was Frazier da der Warren-Kommission aufgetischt hat, nicht stimmt. Denn er sagt, dass Buell Wesley Frazier jeden Tag Lee Harvey Oswald in die Arbeit gefahren hat und Oswald jeden Tag im Auto wieder mitnahm. Und etwas später fragt jemand aus dem Publikum, und Sie sind sicher, dass er ihn auch unter der Woche in und aus der Arbeit fuhr? Yes. How do you know he was taking him every day? How did you know he was taking him every day? Well, we would see him, we would see him go to the car together every day. Every day. Roy Lewis sagt darauf, natürlich, wir haben ihn doch jeden Tag gesehen, wenn sie zusammen vom Parkplatz kamen oder abends dann zum Auto gingen. Für Roy Lewis ist das nun keine allzu aufregende Sache, da er mit den Details und Verflechtungen der JFK-Forschung nichts am Hut hat. Er sagt nur, woran er sich als 17- oder 18-jähriger Teenager erinnern kann. Für uns aber wirft hier Roy Lewis einen ganzen Kübel Sand ins Getriebe. Und das alles muss nun nicht bedeuten, dass Frazier in irgendeiner Weise mit Oswald gemeinsame Sache machte. Aber es scheint doch den lange vorherrschenden Verdacht zu bestärken, dass hier jemand lügt. Nun, bevor wir uns aber in Hypothesen stürzen, muss man in aller Fairness in Betracht ziehen, was ab dem Freitagnachmittag des 22. November 1963 so los war. Eine Menge Leute waren fortan massiv damit beschäftigt, ihre Beziehung zu Lee Harvey Oswald herunterzuspielen. Eine Menge Randbemerkungen kamen da ganz schnell an die Oberfläche darüber, dass Oswald ein Einzelgänger war, und zwar sehr freundlich, aber nicht sehr gesprächig. Eigentlich erfuhr man nicht viel über ihn, weil er sich abseits hielt. Niemand wollte plötzlich sein Best Buddy sein. Und im Verlauf des berühmten Wochenendes, an dessen Ende der gewaltsame Tod von Lee Harvey Oswald steht, wurde weitgehend zwischen FBI und dem Weißen Haus letztendlich die Erzählung beschlossen, dass die Tat von einem verrückten Einzeltäter begangen wurde, da jedes andere Szenario zu sehr den Verdacht heraufbeschwörte, dass die Kubaner daran beteiligt waren, also Fidel Castro, und damit qua proxy Nikita Khrushchev und die Sowjets. Etwas, das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in einem nuklearen Dritten Weltkrieg geendet hätte. Und das ist übrigens inzwischen weitgehend Teil eines ja geradezu offiziellen Narrativs. Man darf es nicht verwechseln. Das Wording und Framing ist hier wichtig, denn offizielle Stellen haben niemals etwas anderes zugegeben, als dass Lee Harvey Oswald der Einzeltäter ist. Doch es hat sich, basierend auf Aussagen von großen Zeitzeugen wie Präsident Lyndon B. Johnson oder Richard Russell Jr. oder Präsident Gerald Ford, eben das etwas geständige Narrativ durchgesetzt, und ich wähle hier meine Worte sehr vorsichtig, dass egal was die Wirklichkeit war, es ein sehr, sehr verstärktes Interesse gab, mit einem Szenario aus der Sache rauszukommen, das einen einzelnen Verrückten als Täter besaß. Denn alles andere wäre ein innen- und außenpolitisches Desaster gewesen. Es mochte im Weißen Haus und im Pentagon eine Menge Kräfte gegeben haben, deren Position war, uns ist es egal, wer oder was, aber unter keinen Umständen dürfen die Resultate auf eine Verschwörung hinweisen, da wir diese Dose voller Würmer nicht mehr geschlossen kriegen. Cover-up in the name of national security nannte man das. Die Vertuschung im Namen der nationalen Sicherheit. Und es ist schwer dagegen zu argumentieren, wenn auch zugleich keine dieser offiziellen Stellen jemals eine andere Lösung des Rätsels angeboten hätte als den einsamen Schützen Oswald. So entstand behutsam das Narrativ, die Erzählung, ja, es gab gewisse Verfehlungen und Unsauberkeiten bei der Aufklärung des Attentats auf JFK, doch dies geschah alles nur in einer
panikartigen Angst vor einer nuklearen Eskalation. Somit war es zwar manchmal etwas bemüht und überzeichnet, Lee Harvey Oswald als den Täter festzunageln, doch zum Glück war Lee Harvey Oswald auch der einsame Täter und somit ist am Ende alles gut. Bis auf die ewigen Querulanten der Assassination-Forschung. Denen kann man es offensichtlich nie recht machen. Und ich mag das hier sehr sarkastisch darstellen. Aber diese Ängste waren nicht unbegründet. Insbesondere deshalb, weil in diesen Jahren der Pentagon und die Intelligence Community nach Konflikt lechzten, teilweise aus wirtschaftlichen Interessen heraus, aber vor allem deshalb, da sie sich seit Jahren auf einen gigantischen Standoff mit der Sowjetunion eingerichtet haben. Und Präsident Johnson wollte sein Vermächtnis, seine Legacy, nicht in einem Dritten Weltkrieg sehen. Und das war etwas, das er auch schamlos und sehr exultiert einsetzte, um Leute dazu zu bewegen, in der Warren-Kommission mitzumachen. Und ganz frei von Zynismus lässt sich sagen, dass das Resultat Lee Harvey Oswald die positive Eigenschaft besaß, Millionen amerikanischer Leben zu schützen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder damit so glücklich war und dass es in den Korridoren der Macht im Pentagon und beim CIA durchaus Elemente gab, die gehofft haben, dass aus Kennedys Tod ein zusätzlicher Mehrwert gezogen werden konnte, dass nun endlich mal ein für alle Mal mit den Sowjets abgerechnet wird oder zumindest mit den Kubanern. Es gab damals extrem kriegslüsterne Generäle im Pentagon, heilige Kühe des Zweiten Weltkriegs und des Koreakriegs. Und sie gebärdeten sich in einer Arroganz, die sagenhaft war. JFK und sein Bruder Robert besaßen das Stehvermögen, dem Militär zu trotzen, aber sie taten es oft in einem im Nachhinein diffusen Zickzackkurs. Sie waren selbst keine Pazifisten. Das ist dann alles zum Glück nicht passiert. Jene, die darauf hofften, dass endlich eine Eskalation mit den Russen stattfinden würde, mussten sich mit dem Trostpreis begnügen, den ihnen Präsident Johnson schenkte. Sie bekamen ihren Vietnamkrieg, bei dessen Vorbereitung sich John F. Kennedy so lauwarm und so zurückhaltend gezeigt hatte. Zur großen Enttäuschung vieler Chefstrategen, Generäle und Firmenbosse der Waffenindustrie. Kennedy hatte am 11. Oktober desselben Jahres, also 6 Wochen vor seinem Tod, das National Security Action Memorandum NSAM 263 ausgestellt, in dem er, basierend auf den Empfehlungen von Verteidigungsminister McNamara und General Taylor, begann, amerikanische Truppen aus Vietnam zu entfernen. All das hat nichts mit der Frage zu tun, ob Oswald es war oder nicht, ob Oswald es allein war oder ob er Hilfe hatte etc. Die Tat und die Vertuschung wurden stets getrennt behandelt, als 2 Prozesse, die miteinander nichts zu tun haben. Das ist auch ein gewisser Fleck auf der Netzhaut jener Researcher, die mehr die Demokratische Partei wählen und politisch mehr links stehen, dass sie immer etwas nachlässig bei diesem Thema sind. Das hat damit zu tun, dass eine mangelhafte Trennung zwischen Tat und Vertuschung eine große, unbequeme Qui bono-Frage aufwirft. Und viele Researcher wollen einfach nicht, dass die Hinweise, wie so eine Art magnetisierte Metallspäne, sich zunehmend hin zu Lyndon B. Johnson ausrichten. Das ist dann auch manch einem hartgesottenen Autor a bridge too far, ein Schritt zu weit. Die Vorstellung, dass LBJ etwas mit dem Attentat auf Kennedy zu tun haben könnte, gilt als eine groteske Übertreibung der vorhandenen Indizien. Nun, es ist ein Thema, das einer Unterhaltung verdammt wert ist und eines Tages werden wir in diesem Podcast dort hoffentlich ankommen. An dieser Stelle ist es aber nur wichtig, dass es grundsätzlich eine Tendenz in den Ermittlungsstrategien der Dallas-Polizei, des FBI und letztendlich auch der Spitze der Warren-Kommission in den darauffolgenden Wochen gab, nämlich das Resultat Oswald zu präferieren. Es dürfte nur noch der einsame Schütze sein. Und das erkennt man daran, dass man bereits am Freitagnachmittag nach Oswalds Verhaftung begonnen hatte, sehr voreingenommen zu ermitteln und alle möglichen Seltsamkeiten links und rechts am Wegesrand fallen ließ, da sie die Situation nur komplizierten. Wir haben einige der Fälle schon genannt. Plötzlich wollte sich niemand wirklich mit Julia Ann Mercer beschäftigen und mit Ralph Leon Yates, weil ihre Aussagen nicht ins Raster passten. So etwas würde niemals Einzug in den Warren Report erhalten. Und der FBI, der mindestens 70% der Ermittlungen für die Warren-Kommission ausrichtete, ging mit diesen Erkenntnissen äußerst fragwürdig um.
Warum erzähle ich das? Nun, es muss verstanden werden, dass für die verhörenden Ermittler, sei es bei der Dallas-Polizei, sei es beim FBI, vor allem beim FBI, aber letztendlich auch später im Folgejahr bei der Warren-Kommission, niemand unglücklich oder bestürzt darüber war, dass alle möglichen Leute bei Verhören und Anhörungen zur Aussage gaben, mit Oswald nicht viel zu tun zu haben. Da gab es wenig kriminalistischen Gegendruck. Das fand niemand wirklich unangenehm, obwohl es eigentlich eine stark verdächtige Note besaß, dass plötzlich alle auf Distanz zu Oswald gingen. All diese Leute, Frazier, Ruth Payne, ihr Mann Michael Payne, für alle wurde Oswald plötzlich ein farbloser Langweiler, mit dem man im Grunde nichts zu tun haben wollte. Ein Mann ohne Freunde. Ruth Payne hat kein Haar an ihm gelassen bei ihrer hundertfachen Verunglimpfung von Oswald. Sie machte deutlich, dass sie ihn nicht mochte, dass er sie nicht mochte, etc. Aber es sind Hinweise im Laufe der Zeit aufgetaucht, dass sie es war, die ihm nur eine Woche vorher Nachhilfe im Autofahren gab und ihm dabei helfen wollte, ein Auto zu kaufen. Und ihr Mann Michael Payne hat umfassend erzählt, wie er sich mit Oswald nichts zu sagen hatte und die paar Versuche, die er unternahm, mit ihm eine interessante Konversation zu führen, gescheitert sind, weil Oswald eben nur ein fader, mürrischer Typ war und so gab es Michael Payne auf, mit ihm überhaupt viel zu reden. Das steht dann im krassen Kontrast dazu, dass die beiden gemeinsam, sozusagen undercover, zu Treffen von Nazi-Gruppierungen und Mitgliedern der John Birch Society gegangen sind, um sich dort einzuschleusen und Mitgliedsnamen zu sammeln. Und ich will diesbezüglich gar nicht von Marina Oswald sprechen, die ihren Mann de facto mit der Schaufel in der Hand begraben hat. Und man kann es ihr nicht einmal verübeln. Sie hatte zwei kleine Kinder und absolut keine stabile Aufenthaltsgenehmigung. Ihren Mann retten konnte sie nicht. Sie konnte nur noch sich selbst und die Kinder retten. Da könnt ihr einen Teufel darauf wetten, dass da im Hintergrund Vereinbarungen abliefen, die jenseits von Gut und Böse waren. Und im Laufe der Zeit haben sich auch andere Widersprüche angesammelt, die Frazier's Story in Frage stellen. So habe ich hier einen FBI-Bericht von Special Agent Henry J. Oliver, der am 11. Dezember, also drei Wochen nach dem Attentat, die Mutter von Buell Wesley Frazier verhörte und die ausgesagt hat, dass sie am besagten Morgen des 22. November 1963 Oswald zwar kurz gesehen hat, doch dass dieser nichts in den Händen trug. Nun, so wird das oft von Researchern zitiert, doch wenn ich mir den Bericht genauer ansehe, sagt sie deutlich, dass sie nur kurz einen Mann durchs Fenster sah und ihr Sohn Buell Wesley ihr dazu erklärte, dies sei Lee. Sie sagte zu Henry J. Oliver, dass sie nichts in seinen Händen gesehen hat. Doch wenn der Ablauf sich so abspielte, wie Frazier es immer erzählt hatte, wäre es auch nicht möglich gewesen, dass seine Mutter Essie Mae Williams etwas in Oswalds Händen gesehen hätte, da dieser offensichtlich zuerst an Frazier's Auto anhielt, das Paket auf den Rücksitz legte und dann 10 Meter weiter ging, um kurz durch das Fenster in die Küche reinzuschauen, wo ihn für eine Sekunde die leicht erschrockene Essie Mae Williams sah. Und in diesem Kontext wäre es also nicht besonders aufsehenerregend, dass Essie Mae Williams kein Paket in Oswalds Armen sah. Leider wird es dann sehr oft als ein starker Hinweis darauf gedeutet, dass Oswald in Wirklichkeit kein Paket trug und die ganze Papiertüte mit Gardinenstangen-Geschichte soll Frazier und seiner Schwester vom FBI erzwungen worden sein. Da bin ich einfach etwas zu skeptisch, ob das wirklich so ablief. Man kann nicht sagen, Linnie Mae Randall hat Oswald mit Paket gesehen und Essie Mae Randall hat ihn ohne Paket gesehen, ergo Linnie lügt. Nimmt man die Aussage zur Kenntnis, dann hat Linnie Mae Randall mindestens eine halbe oder ganze Minute zuvor Oswald gesehen, wie er die Straße kreuzte und sah das lange Paket in seinen Händen, während die am Küchentisch sitzende Essie Mae Williams eben gleich darauf nur kurz Oswalds Gesicht sah, während er hineinschaute und Augenkontakt mit Frazier herstellte. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Paket längst auf dem Autositz liegen können. Zumindest, wenn man die Aussagen von Frazier, Linnie Mae Randall und Essie Williams auf diese Weise zusammenfügt, ergibt sich ein schlüssiges Bild. Nun, es gibt da diese Probleme, wie zum Beispiel, dass es verdammt schwierig sei, aus diesem Küchenfenster einen guten Blick auf die Kreuzung von Westbrook Drive und Fifth Street zu kriegen, was nötig gewesen wäre, damit Linnie Mae Randall Oswald sehen konnte, wie er aus der Fifth Street rüberkam. Das ist für mich schwierig einzuschätzen. Ich müsste dafür nach Dallas, Texas reisen, um das selbst zu beurteilen.
und ich weiß gar nicht, ob das alte Randall House noch steht. Die Fotos und die eingezeichneten Pläne, die ich hier habe, sind alle sehr alt und man erkennt daran nicht ausreichend Details, um daraus eine gesicherte Aussage abzuleiten. Aber ich verstehe das Dilemma. Drei Zeugen, Frazier, Linney und Essie, nur zwei davon haben ein Paket gesehen. Zufällig dieselben zwei, die auch mehrere Stunden in einer Polizeistation verbracht haben, während die dritte Person, die nichts gesehen hat, auch nicht wirklich verhört wurde. Ich kann schon verstehen, warum es die Researcher wurmt. Auf der anderen Seite finde ich es problematisch, Frazier als einen notorischen Lügner abzutun, was oft genug geschah, angesichts dessen, dass man es sich mit ihm auch manchmal sehr einfach macht. Man kann nicht einerseits erzählen, Frazier sei ein Lügner wegen seiner Gardinenstangengeschichte, doch zugleich wird sein Beharren darauf, das Paket sei zu kurz für ein Gewehr gewesen, gerne als Argument für die Gegenseite verwendet. Das mutet dann etwas scheinheilig an. Natürlich ist es für mich denkbar, dass der FBI oder die Dallas-Polizei Frazier eine bestimmte Version der Geschichte eingebläut haben, mit unmissverständlichem Hinweis darauf, niemals über die Hintergründe mit jemandem zu sprechen, während Buell es dann bei seiner Aussage vor der Warren-Kommission im Detail etwas vermasselt hatte und diesen ganzen Wahnsinn mit dem Paket unter Oswalds Achselhöhle auslöste und fortan musste er sich daran festhalten, da es bei der Warren-Kommission aktenkundig wurde. Apropos FBI. Einfach nur, um ein Gefühl für die Sache zu kriegen, weil diese Sachen stehen dann nicht in Schulbüchern. Einen Tag vorher, bevor Kennedy das National Security Action Memorandum 263 ausgab, also das Memorandum, das letztendlich den Abzug von amerikanischen Truppen aus Vietnam anordnet, annullierte der FBI die Wanted Notice Card für Lee Harvey Oswald. Heute würde man von einer Flag sprechen oder einem Eintrag in der Polizeidatenbank. Der FBI hatte diesen Status bei Lee Harvey Oswald am 10. November 1959 erhoben, und zwar unmittelbar nachdem Oswald am 31. Oktober 1959 in der US-Botschaft in Moskau dem Konsul Richard E. Snyder gegenüber saß, ihm seinen amerikanischen Pass rüberschob und ihn nachdrücklich darüber in Kenntnis setzte, dass er bereit ist, den Russen all sein Wissen über seine geheime Arbeit in der japanischen Azugi-Militärbasis auszuplaudern. Die Wanted Notice Card bedeutete lediglich, dass Oswald für den FBI eine Person of Interest war und dass der FBI über seine Bewegungen informiert werden wollte. Das spielte erstmal keine Rolle, da Oswald in Moskau und später in Minsk war. Nun sieht man davon ab, dass sogar in diesem Zeitraum, als Oswald in der Sowjetunion lebte, es noch immer Berichte über ihn aus dem Inneren der USA gab, weil jemand seinen Namen benutzte und zum Beispiel ein Auto kaufte auf den Namen Oswald. Doch Oswald kehrte nach anderthalb Jahren wieder zurück aus der Sowjetunion in die USA und der FBI schrieb in den 4 Jahren einige Dutzend Berichte über Oswald und seine Aktivitäten, ohne ihn jedoch jemals als nationale Bedrohung einzustufen. Aber die Wanted Notice Card bedeutete, dass Oswald beim FBI auf einer Sicherheitsliste stand, die bei Anlässen wie dem Besuch von Staatsmännern und öffentlichen Auftritten von Spitzenpolitikern geprüft wurde. Es bedeutete zum Beispiel, dass im Falle eines hohen Besuchs in Dallas Oswald zu jenen Menschen gehörte, die man da vorübergehend in Sicherheitsverwahrung genommen hätte. Für einen Tag zum Beispiel, bis der entsprechende Würdenträger abgereist ist. In der Praxis mochte das eher unauffälliger ablaufen, indem am besagten Tag die betreffende Person überwacht wurde, sodass man jede Minute wusste, wo sich diese Person aufhält. Aber im Namen der nationalen Sicherheit war es nicht unüblich, solche problematischen Menschen erstmal aus der potenziellen Gefahrenzone zu entfernen und in Verwahrung zu nehmen. Somit, der FBI wusste, wo Oswald lebte und wo er arbeitet. Sie wussten, wo seine Frau und die Kinder lebten. Dass die Autokolonne vorbei an Oswalds Arbeitsplatz führte, hätte massive Alarmglocken aktivieren müssen. Die Aufhebung der Wanted Notice Card am 9. Oktober 1963 bedeutete also, dass Oswald während des Kennedy-Besuchs in Texas nicht vom FBI oder Secret Service überwacht oder in Verwahrung genommen werden musste. Seine Gefahrenstufe als Sicherheitsbedrohung wurde Wochen vorher herabgesetzt.
Interessanterweise hatte man aber mit dem 9. Oktober 1963 nicht aufgehört, über Oswald FBI-Berichte anzufertigen und ihn weiter zu beobachten. Wenn man sich diese Details zu Gemüte führt, wird doch zunehmend deutlich, dass die Warren-Kommission einen großen Fehler gemacht hatte, 3/4 der investigativen Arbeit dem FBI anzuvertrauen, unter der Ägide des von JFK gefeuerten ehemaligen CIA-Direktors Allen Dulles. Mit anderen Worten, die Füchse im Hühnerstall ermittelten gegen sich selbst. Man mag von Oswald halten, was man möchte, doch angesichts dieser Probleme muss doch jeder einsehen, dass die Warren-Kommission massiv kompromittiert war. Und die Warren-Kommission war das Hauptorgan in dieser Sache, welche der Nachwelt die historische Wahrheit übermitteln sollte, darüber, was geschehen war. So würde es dann für Jahrhunderte in den Schulbüchern rund um die Welt stehen. Doch zurück zum eigentlichen Thema hier. Im Falle von Buell Wesley Frazier kann man sofort verstehen, weshalb er ständig diese Distanz zu Oswald betonte, ob dies nun berechtigt war oder nicht. Frazier hatte vermutlich Angst um sein Leben. Frazier muss spätestens in der Nacht vom Freitag auf Samstag gewusst haben, dass niemand und nichts auf der Welt Lee Harvey Oswald retten kann und dass alles, was ihm an Möglichkeiten blieb, darin bestand, sich wie so viele andere, in Sicherheit zu bringen. Und das bedeutete in erster Linie, auf gewisse Distanz zu Oswald zu gehen, zu betonen, dass man mit ihm wenig zu tun hatte und dass Oswald unnahbar war. Und die Aussage von Roy Lewis, dass Frazier und Oswald in Wirklichkeit jeden Tag zusammen in die Arbeit kamen und gemeinsam jeden Tag wieder in Fraziers Auto stiegen, wirft in Wirklichkeit einen viel größeren Schatten auf den Warren Report. Denn wir müssen uns erinnern, dass die Warren-Kommission mit Hilfe des FBI eine minutiöse Topographie von Oswalds Bewegungen am Tag des Attentats, aber auch in den Wochen vor dem Attentat erstellt hatte. Als Oswald direkt nach dem Attentat erstmal in einen Bus stieg, der ihn hätte nach Oak Cliff fahren sollen und dort allerdings nur 10 Minuten blieb, weil wegen dem ganzen Chaos der Bus nicht vorankam, hatte der FBI gleich 2 Zeugen ausfindig gemacht, die sich aus diesen 10 Minuten Aufenthalt im Bus an ihn erinnern konnten, den Busfahrer Cecil McWhorter, der ihm einen Fahrschein ausstellte, und eine Frau namens Mary Bledsoe, die zufälligerweise ganz am Anfang des Oktobers, als Oswald nach Dallas zog, für einige Tage seine Vermieterin war, ihn aber rausgeschmissen hatte, weil sie ihn nicht mochte. Doch von all den unzähligen Dienstagen, Mittwochs und Donnerstagen, wo Oswald angeblich mit dem Bus zwischen Oak Cliff und dem Texas Schoolbook Depository pendelte, 1,5 Monate lang, gibt es keinen einzigen Zeugen und keine Erwähnung. Das ist indirekt eine starke Bestätigung der Aussage von Roy Lewis und stellt Buell Wesley Frazier in Frage. Man würde ja denken, Oswalds tägliches Pendeln mit einem Bus in und aus der Arbeit wäre deutlich leichter mit Zeugen nachzuweisen als alles andere. Denn wenn wir irgendwo neu einziehen und beginnen, mit dem Bus jeden Tag dieselbe Strecke in die neue Arbeit zu fahren, dürfte sich nach einem Monat eine Menge Menschen angesammelt haben, die sich an uns erinnern können, nicht wahr? Es sind dann morgens und abends dann immer dieselben Gesichter, nicht wahr? Da stimmt also irgendetwas nicht. Und da gibt es noch einen Widerspruch, der Erwähnung verdient. So hat ein Edward Shields, ein Kollege von Frazier, in den 70ern vor dem House Select Committee for Assassinations ausgesagt und erzählte dort eine ganz andere Geschichte. Edward Shields sagt recht deutlich, dass er eigentlich in Erinnerung hat, dass Frazier und Oswald jeden Tag zusammen in die Arbeit fuhren. Also ähnlich wie der Kollege Roy Lewis. Wörtlich sagte Edward Shields, und ich habe die Transkripte hier, "If I'm not mistaken, I think he rode with Frazier every day that he worked here, if I could recall." So hatte Shields an dem berühmten Tag, als Frazier angeblich noch etwas länger im Auto blieb, um seine Batterie aufzuladen und Oswald dann 20 Meter vorausging mit der Papiertüte so komisch unter dem Arm, Frazier tatsächlich beim Einparken dort beobachtet oder genauer genommen seine Anwesenheit auf dem Parkplatz in gewisser Weise mitbekommen. Let me back up a little bit. Are you telling me that this fellow said that somebody who worked in the book depository, the building down on Elm in Houston, hollered out the window and asked Frazier where was his rider? Mm-hmm.
Are you talking about the morning of the assassination? I think it was, Mr. Davis, if I'm not mistaken. I think it was. And how did you come about this information? Well, I was down on the floor when they hollered out, and some of the answer he gave him, I dropped him off at the building. Mm-hmm. Now, who was hollering next to him, I don't know. Mm-hmm. Okay. This is the morning of the assassination. Mm-hmm. Somebody hollered out the window at Frazier and say, "Where is your rider?" Mm-hmm. And to your recollection, Frazier says, "I dropped him off at the building." Yes. Als Frazier an diesem Tag hinten einparkte, rief ihm ein gut gelaunter Kollege, der sich an einem offenen Fenster befand, von oben zu: "Hey Frazier, wo ist heute dein Mitfahrer?" Und Frazier rief aus dem Türfenster seines Autos zurück: "Ich hatte ihn vorne am Eingang abgesetzt." Falls Edward Shields sich an dieser Stelle nicht irrt, respektive falls er die Wahrheit sagt, würde das die gesamte Aussage von Frazier in Frage stellen. Es ist aber auch keine sehr zuversichtliche Aussage, das muss man dazu sagen. Shields erzählt, dass er sich im Inneren des Gebäudes befand und lediglich sah oder hörte, wie ein Kollege von ihm das Fenster aufmachte und Frazier diese Frage zurief. Es ist aber auch eine große Tragödie des House Select Committee for Assassinations, dass sie damals all diese großartigen Interviews führten mit all jenen Leuten, die nie vor der Warren-Kommission ausgesagt haben, eben wie Edward Shields und Roy Lewis, und diese Aufnahmen nie wirklich transkribiert wurden. Da sind in der Assassination-Szene all diese schlecht klingenden Bandaufnahmen unterwegs, die man heute versucht zu entziffern. Wenn die Warren-Kommission so ihre massiven Probleme mit dem Framing und der Wahrheit hatte, so hatte das House Select Committee for Assassinations offensichtlich ganz andere Probleme und viele Aussagen sind auf diese Weise verschollen gegangen. Übrigens sprach das House Select Committee for Assassinations Ende der 70er auch umfassend mit Buell Wesley Frazier. Und dieses Interview wurde nie irgendwo transkribiert und abgedruckt. Es gilt de facto als verschollen, weshalb sich darum auch einige Legenden ranken. Nun, ich habe es eigentlich hier, aber die Aufnahme ist so schlecht, dass man kaum mehr als Rauschen hören kann. Ich kann da an den meisten Stellen kaum eine Sprache ausmachen, so laut rauscht es da. Aber ich habe mich damit noch nicht detailliert beschäftigt. Frazier wurde auch während der berühmten Clay Show Gerichtsverhandlung als Zeuge vorgeladen. Also jene Gerichtsverhandlung, die in den 90ern dann dem Oliver Stone Film JFK als Vorlage galt. Die Zeugenaussage in New Orleans unterscheidet sich weitgehend gar nicht von der Anhörung in Washington vor der Warren Commission. Frazier ist hier 4 Jahre älter und die Fragen sind zum Teil dieselben und drehen sich um die Freitagsfahrten von Dallas nach Irving und die Geschichte mit den Gardinenstangen. Aber der Vertreter des Jim Garrison-Teams, Mr. Alcock, stellt auch einige ungewöhnliche Fragen. Den Vorsitz hatte damals der ehrenwerte Richter Edward A. Haggerty. Interessant ist eine gewisse Formalisierung, die Frazier hier an den Tag legt. Und das liegt vielleicht in der Natur der Sache. So fragt ihn der Staatsanwalt Alcock, ob Oswald mit ihm, also mit Frazier, viel geredet habe und worüber. Und Frazier erzählt erneut, dass Oswald eben nicht sehr gesprächig war und eben ein Einzelgänger war, den man kaum zu einer Unterhaltung zwingen konnte. Er hätte eben einzig über das Wetter und die Babys, also Oswalds Kinder, mal einen Satz gewechselt. Und als die Befragung beim 21. November angekommen ist, also bei der berühmten Donnerstagsfahrt nach Irving, fragt Alcock erneut: "Und worüber habt ihr da geredet?" Fraziers Antwort ist da gewohnt üblich: "Wetter und Kinder." Wörtlich so. Das mutet sehr mechanisch an, fast so, als hätte sich Frazier selbst eingebläut: Wann immer jemand nach Gesprächen mit Oswald fragt, die Antwort muss lauten: Wetter und Kinder. Es ist beinahe unvorstellbar, dass jemand so langweilig sein könnte wie der Lee Harvey Oswald, der hier in dieser Anhörung heraufbeschworen wird. Allerdings macht Frazier in New Orleans erneut deutlich, dass die 3 Schüsse, die er gehört hatte, vom Triple Underpass kamen und dass der 2. und 3. Schuss extrem nahe beieinander waren. Alcock lässt ihn sogar den zeitlichen Ablauf, also die Kadenz der Schüsse, laut klatschen. Also so etwas wie das hier. Es gibt einige Fragen in dieser Anhörung, die in einem größeren Zusammenhang interessant waren. Auch wenn dies letztendlich nichts eingebracht hatte, da der Clay-Shaw-Prozess verloren wurde und somit zu keiner weiteren unmittelbaren Ermittlung führte. Aber Alcock fragt hier Frazier zum Beispiel, ob in den 5 Wochen, die sie beide gleichzeitig im Texas Schoolbook Depository gearbeitet haben, Oswald jemals unrasiert war
oder sich einen Dreitagebart wachsen ließ. Was Frazier verneint und was den Verteidiger von Clay Shaw sichtlich erstaunt, als eine ungewöhnliche Frage, die einfach aus dem Nichts kommt. Doch die Garrison-Ermittlung war damals sehr an den Fake-Oswalds interessiert. Etwas, das die Warren-Kommission nicht einmal ansatzweise interessierte. Und so ließen die Staatsanwälte in New Orleans Buell Wesley Frazier zum Beispiel mehrfach die Haarfarbe beschreiben und die Qualität von Oswalds Frisur. Das ist aber nicht so abwegig, denn es gibt die Aussage von dem Friseur Cliff Chastain, übrigens im Warren Report, der Oswald in Irving mehrmals die Haare geschnitten hat. Doch Roy Lewis hat erzählt, wie sehr Oswald für die damaligen Verhältnisse einen ausgewachsenen, etwas ungepflegten Haarschnitt hatte und die Kollegen im Texas Schoolbook Depository ihn damit aufgezogen haben. Und Donald Stewart gab zu Protokoll, dass Oswald dunkelbraunes Haar hatte, etwas, das hier Frazier in seiner Befragung sehr anders darstellt. Werfen wir also einen Blick in Fraziers Autobiografie, die ich als extrem problematisch empfinde. Aber das gehört immer dazu, dass man sich dem stellt und dabei den Verstand offen hält. Denn in der Wildnis der Spiegel gibt es eben nicht einfach nur Lügen und Wahrheiten. Das wäre zu einfach. Lüge und Wahrheit, das ist dann nur noch etwas für die Tageszeitungen. Vorweg gesagt, Buell legt Wert darauf, uns allen zu erzählen, er sei kein Lügner und hätte immer nur die Wahrheit gesagt. Es ist ein ganzer Prolog, den Frazier diesem Thema widmet. Das ist ein wenig amüsant angesichts dessen, dass seine Autobiografie Steering Truth heißt, vielleicht so übersetzbar wie das Ansteuern der Wahrheit. Er versucht uns auch im Buchtitel daran zu erinnern, dass alles nur die Wahrheit ist. Es mutet sehr überbetont an. Das Vorwort stammt von R. David Frazier, seinem Sohn, der eigentlich so eine Art Filter ist zwischen Buell und der Öffentlichkeit. Und das will ich nicht zu kritisch sehen. Buell Wesley Frazier ist heute ein alter Mann und ich kann schon verstehen, dass man ihn nicht dem vollen Spektrum der Social Media und der Internet-Schreihälse aussetzen möchte. Ich verstehe das. Wäre das mein Vater, würde ich auch lieber als ein Scharnier zwischen ihm und der Öffentlichkeit funktionieren. Das Vorwort macht deutlich, dass das ganze Buchprojekt aber zu weiten Teilen von Gus Russo und Dave Perry mitbegleitet wurde. Gus Russo ist ein Journalist und Researcher, den als umstritten zu bezeichnen vermutlich ein Euphemismus wäre. Ich glaube inzwischen, dass Gus Russo einfach Deep State ist. Für mich ist das ein richtiger Systemschriftsteller, mit dem das Pentagon und der CIA sehr glücklich sein müssten. Es gibt immer mehr seltsame Akteure, die sehr schwer einzuschätzen sind und teilweise sich für Anliegen stark machen, die sie dann unentwegt sabotieren. Und nach meinem Dafürhalten werden solche Leute vom Intelligence-Apparatus im Spiel gehalten, um seriöse Arbeit zu kompromittieren. Und das ist so herrlich ironisch, weil schon Lee Harvey Oswald hat solche Sachen gemacht, zum Beispiel in New Orleans. Ich habe nie wirklich geglaubt, dass Oswald ein eifriger, leidenschaftlicher Kommunist und Marxist-Leninist ist. Dave Perry hingegen stammt aus dem Umfeld des Sixth Floor Museums, das nur die Warren-Kommission als Erklärungsansatz akzeptiert. Das sind also die zwei Schatten-Eminenzen, die Fraziers Autobiografie entlang des gesamten Weges mitbegleiten. Und ohne diese beiden Männer wäre das Buch niemals entstanden. Und das erfüllt mich nicht mit Vertrauen. All das wirft Fragen auf. Wie ich im Verlauf der Episode deutlich zeigen werde, war Buell Wesley Frazier einer der verstecktesten Zeitzeugen dieses gesamten Ereignisses. Vielleicht nur übertroffen von Victoria Adams, die so tief abgetaucht war, dass ein Researcher 30 Jahre gebraucht hat, sie zu finden. Dazu aber ein andermal. Was blieb, war seine Aussage für die Warren-Kommission, Gardinenstangen und die berühmte Donnerstag-Freitag-Vorverlegung in Oswalds Zeitplan. Da gab es keinen Raum für Nachfragen, keine Interviews. Und Frazier erklärt das gleich in seinem Vorwort, welche Ängste das Ereignis am 22. November 1963 in ihm ausgelöst hat, wie er diese schrecklichen Stunden immer wieder erleben musste und wie sehr sie ihn verfolgten und wie sehr er sich danach sehnte, all dem zu entkommen und nicht mehr von diesem schrecklichen Tag in Dallas, Texas verfolgt zu werden.
Und das kann man verstehen. Viele der Zeitzeugen hatten im Verlauf der 60er Jahre auch ein wenig die Schnauze voll bekommen von all den Researchern wie Mark Lane, wie Vincent Salandria, wie Harold Weisberg, Penn Jones Jr. Viele Zeitzeugen begannen sich vor ihnen zu verstecken, weil sie zu dem Thema keinen Bezug hatten und einfach nur damals zur Autokolonne gegangen waren, um den Präsidenten zu sehen. Sie wollten nicht ständig in diesen kontroversen Strudelwind geworfen werden, zumal viele Zeitzeugen nicht wirklich kontrollieren konnten, wie das der entsprechende Schriftsteller in seinem Buch verarbeitet. Von dieser Warte aus kann man Frazier schon verstehen. Nun, nicht ganz. Frazier drückt da schon ganz schön auf die Tube, wie traumatisierend dieser Tag in Dallas für ihn war. Wirklich? Ich meine, wir haben in der letzten Episode darüber geredet, er hatte den Anschlag im Eingang des Texas Schoolbook Depository verbracht, ohne etwas zu sehen. Er hatte einige Knaller gehört, die er zuerst für Auspuffexplosionen hielt. Danach ist er in den Keller gegangen und hat sein Pausenbrot gegessen. Frazier war mit seinen 19 Jahren aktiver Jäger, der mit seinem Enfield-Gewehr auf Rehjagd ging. Und als er den Job beim Texas Schoolbook Depository geschmissen hatte, schrieb er sich als Berufssoldat in der Armee ein und verbrachte dort einen überwiegenden Teil seiner jungen Jahre. Ein Leben zwischen den Kasernen. Und es gibt auch die ganzen Filmaufnahmen mit ihm, wo er für Journalisten die Situation nachstellt, noch mit seinem ursprünglichen Fahrzeug, das er damals benutzte. Ich habe einige Audiospuren daraus in der letzten Folge eingespielt. Ich frage mich somit ein wenig, was Frazier mit Trauma meint. Aber ich möchte mal den zentralen Absatz seines Prologs hier wiedergeben, nur um mal ein Gefühl dafür zu vermitteln. Ich lese: Lasst es mich ganz klar sagen, ich habe niemals gelogen, ungeachtet, was die Menschen darüber spekuliert haben. Aber wenn ihr mich habt sprechen hören, dann habt ihr vermutlich mehrfach gehört, wie verängstigt ich war, nicht nur in den Tagen oder Wochen des Attentats auf Präsident Kennedy, sondern für Jahrzehnte. Diese Gefühle führten zu vielen Jahren der Beklemmung. Etc. Soweit Frazier. Das Problem ist nur, Beklemmung von was? 3-4 Schüsse, die er mal mit 19 Jahren von der anderen Seite des Gebäudes gehört hat? Was meint er damit? Das Einzige, was so viel Beklemmung auslösen konnte, falls ich an dieser Stelle Frazier glauben will, waren die Drohungen, die von der Polizei gegen ihn ausgesprochen wurden. In dem nächsten Absatz wird es allerdings seltsam, denn Frazier richtet sich dann mehr an jene Leute, die ihn verdächtigen, nicht die Wahrheit zu sagen. Er meint an dieser Stelle, diese Leute, die ihn der Lügen bezichtigen, wollen doch nur Bücher verkaufen. Das ist ein Punkt, den ich zwischendrin einwerfen möchte. Diese Bücher, über die ich hier rede, sind keine Bestseller. Das mochte vor 40 oder 50 Jahren anders sein, als Mark Lane, Jim Garrison und Anthony Summers ihre Bücher über JFK schrieben. Das ist heute alles sehr lange her. Wenn heute jemand ein Buch über das Attentat schreibt, also ein weiteres Buch zu den 3000 Büchern, die es zu dem Thema schon gibt, so kann er froh sein, wenn er es 600 Mal verkauft. Ich sehe doch ständig diese Seminare und Vorträge bei den Conventions. Da sind Leute dabei, die seit 30 Jahren Researcher sind. Da sind Leute dabei, die Zeitzeugen aus Dealey Plaza sind. Und sie reden in einem leeren Saal zu 25 Leuten. Das ist vollkommen normal. Somit, Researcher sind nicht reich. Das ist eine relativ schamlose Behauptung von der Gegenseite. Und nicht ohne Ironie, denn wenn Leute wie Vincent Bugliosi ihre Bücher rausgebracht haben, also Bücher, die sich hundertprozentig an die Seite der Lone Nut-Behauptung stellen, haben sie zumindest ein ganzes System im Rücken, das für sie das Marketing übernimmt. Wenn sich heute etwas finanziell lohnt, dann ist es eher das Schreiben von Büchern, die weiterhin behaupten, Oswald war ein einsamer Verrückter. Auch wenn es mühsam ist, damit heute noch ins Fernsehen zu kommen, weil das TV das inzwischen einfach nur noch langweilig findet und lediglich dann bereit ist, sich mit Dealey Plaza zu beschäftigen, wenn irgendein Researcher irgendeine Verrücktheit entdeckt hat oder irgendein Zeitzeuge sein Schweigen bricht. Frazier schreibt am Anfang seines Buches, dass er als Kind immer dachte, sein Name sei Wesley Frazier. Erst mit 6 Jahren erfuhr er, dass Wesley sein mittlerer Name ist und dass sein eigentlicher Vorname Buell lautet. Die Familie stammte aus Huntsville, Texas. Seine Eltern hatten sich scheiden lassen und als er noch ein kleines Kind war, da wuchs er fortan mit seiner Mutter und ihrem neuen Mann auf, der Fraziers Stiefvater wurde.
Frazier hat ein schwieriges, ambivalentes Verhältnis zu ihm, das hier deutlich zwischen den Zeilen des Textes sickert. Einerseits war David Franklin Williams ein recht gewalttätiger Typ, geradezu klischeehaft. Umgekehrt sucht Frazier in seinem Buch ständig nach Entschuldigungen für seinen Stiefvater. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass Frazier das Verhalten seines aggressiven und extrem versoffenen Stiefvaters rechtfertigt, aber Frazier betont, wie viel er ihm zu verdanken hat und versucht, das Ganze sehr christlich zu behandeln. Falls aber die Anekdoten, die Frazier da aus seiner frühen Kindheit schildert, stimmen, dann war der alte Williams ein totaler Soziopath. Seine Schwester Linny war 11 Jahre älter als Frazier und heiratete bereits in 1953 William Edward Randall. Frazier konstatiert im ersten Kapitel des Buchs, dass er in gewisser Weise das erste Kind von Linny und William war, da angesichts der sehr prekären Situation bei der Mutter es eher die Schwester Linny und ihrem Ehemann oblag, sich um den jungen Buell Wesley zu kümmern. Und Frazier beschreibt seinen Schwager Bill Randall an einer Stelle als den Vater, den er eigentlich gerne gehabt hätte. Nun sprechen wir vielleicht mal den Elefanten im Raum an. Niemand kauft sich die Biografie von Buell Wesley Frazier, um seine Kindheitsgeschichten zu hören. Auch wenn sie ein sehr kantiges Bild des amerikanischen Südens abgeben, jeder will bei einem solchen Buch so schnell wie möglich zu dem Augenblick kommen, an dem Frazier zum ersten Mal Lee Harvey Oswald gegenübersteht. Deshalb werde ich auch nicht zu tief hier in die Details von Frasiers herber Jugend abdriften. Und doch findet man auch dort interessante Details, die vermutlich in aufrichtiger Gesinnung aufgeschrieben wurden, jedoch möglicherweise interessantes Licht auf unsere Situation in Dealey Plaza werfen. So beschreibt Frazier im zweiten Kapitel die Jugendfreundschaft mit Alfred Aden, mit dem er allerlei Unfug anstellte, aber der ihm auch die Benutzung eines Gewehrs zeigte, wenn auch für den Anfang nur ein Luftgewehr. Ich möchte mir an dieser Stelle die Mühe machen und einige Absätze aus dem Buch für euch übersetzen. Ihr habt von mir in den letzten Episoden so viel über Buell Wesley Frazier gehört, das hier bietet eine interessante Perspektive, die manche Dinge vielleicht in ein anderes Licht rückt. Ich lese. Es gab viele Wochenenden, da konnte ich einfach verschwinden und Alfred und ich konnten einfach nur Kinder sein. Ich erinnere mich, dass wir im Bach gefischt haben und Alfred brachte mir Taubenjagen bei mit meinem Daisy Bibi Luftgewehr. Alfred gab mir auch den Spitznamen Wiesel, da er herausfand, dass ich diese unheimliche Gabe besaß, jemandem einen Streich zu spielen, ohne dafür Ärger zu kriegen. Ich denke, Gott gibt jedem eine Fähigkeit. Manche Menschen können smart sein, wie Albert Einstein, andere haben einen goldenen Wurfarm, wie Sandy Koufax. Nun, ich bekam das Geschenk der Verschmitztheit und ich lernte schnell, dass der Trick, um erfolgreich einen Streich zu landen, darin bestand, ein gutes Timing und die perfekte Ablenkung zu haben. Man könnte fast meinen, Frazier will uns an dieser Stelle etwas sagen. Etwas weiter erzählt Frazier von seinen ersten Jobs, die er als Teenager hatte, in einem Fastfood-Restaurant und dass er sich von seinem ersten Geld ein richtiges Gewehr kaufte, da damals Reheschießen so populär war. Er kaufte sich damals ein British Enfield .303 Gewehr bei Sears & Roebuck und bezahlte dafür ungefähr $9. Dieses Gewehr sollte später in den Mittelpunkt von Aufmerksamkeit rücken und für eine kurze Zeit ging es sogar durch die Presse, dass JFK mit einem Enfield Gewehr erschossen wurde, während dieses Gewehr hier von der Dallas Polizei in Buell Wesley Frasiers Zimmer gefunden und beschlagnahmt wurde. In 1963 belud Frazier seinen 1954 Chevy Bel Air mit seinem wenigen Hab und Gut und drehte Huntsville den Rücken zu, um bei seiner Schwester Linny und ihrem Ehemann Bill einzuziehen, in Irving, einen Steinwurf von Dallas entfernt. Frazier korrigiert hier auch ein winziges Detail, das er einst gegenüber der Warren-Kommission angegeben hatte. Damals im Gespräch mit dem Ermittler Joseph Ball sagte Frazier, er hätte sich bei der Jobsuche in Dallas an eine Arbeitsagentur namens Macy gewandt, doch bei den Recherchen zu seiner Autobiografie wurde ihm klar, dass der Name der Agentur damals Mannings hieß. Es ist unwichtig, aber da ich es damals falsch in meiner Podcast-Folge übernommen habe, nehme ich es hier zum Anlass. Das auch zu korrigieren, wichtig ist es nicht. Über seinen Job im Texas Schoolbook Depository schreibt Frazier: The morning of September 13, 1963, I drove the 14 miles from Irving and arrived at 411 Elm Street for my interview with Roy S. Truly.
Mr. Truly was a short man who wore a suit and walked with a little bit of a limp. He wore glasses and looked more like a college professor than a warehouse manager. I remember him stressing to me that the full-time job there was hard work. Frazier bekam den Job und schreibt hier, dass er mit Mr. Truly nach seiner ursprünglichen Einweisung so gut wie keine einzige Unterhaltung mehr führte, doch dass Truly durchaus befähigt war, streng ein straffes, effizientes Team zu führen. Fraziers unmittelbarer Ansprechpartner wurde William H. Shelley, besser bekannt als Bill Shelley, dessen Name in den Zeugenaussagen oft auftaucht. Shelley war ein sogenannter Foreman, ein Vorarbeiter und sicherlich eine andere Persönlichkeit als der zugeknöpfte Mr. Truly. Bill Shelley schien der Belegschaft nahezustehen und rauchte viele Zigaretten der Marke Kool und Chesterfield. Die andere Freundschaft, die Frazier sofort am Arbeitsplatz schloss, war mit Billy Lovelady, ein Name, den wir ebenfalls noch oft hören werden. Lovelady war ein ehemaliger Air Force-Soldat und viele Jahre älter als Frazier, der ihn als den älteren Bruder beschrieb, den er nie hatte. Lovelady hatte nicht exakt denselben Job wie Frazier und später Oswald. Seine Zuständigkeit war der ganze Wareneingang und Warenausgang, während Frazier einzelne Bestellungen abarbeitete, die da von texanischen Schulen eintrafen, war Lovelady für die Lieferanten zuständig und für die Abholung der fertigen Kundenpakete durch die Kurierdienste. Lovelady verbrachte somit deutlich mehr Zeit oben auf der 6. Etage, wo sich das Warenlager in Kartons befand. Frazier arbeitete erst wenige Wochen im Texas Schoolbook Depository, als sich hinter seinem Rücken etwas ereignete, von dem er nichts wusste, das aber sein Leben ändern sollte. Wir haben es schon in der letzten Folge beschrieben. Seine Schwester Linny, die sich häufig mit Nachbarinnen in Irving traf, zu typischen Nachmittagstee- oder Kaffeekränzchen, besuchte ihre Nachbarin Dorothy Roberts. Bei diesem Treffen war auch Ruth Payne anwesend und ihr etwas rätselhafter und etwas stummer Gast Marina Oswald. Linny und Bill Randall wohnten zu diesem Zeitpunkt vielleicht 70, vielleicht 100 Meter entfernt von Ruth Payne, doch sie kannten sie schon eine ganze Weile, da sie erst kürzlich das Haus gewechselt hatten und sozusagen im Ort umgezogen waren. Das geschah noch bevor Buell Wesley Frazier bei ihnen einzog. Und ihr vorheriges Domizil war genau gegenüber den beiden Häusern von Ruth und Michael Payne und Dorothy Roberts. Im Warren Report gibt Linny Mae Randall an, dass sie zwar erst bei diesem Oktobertreffen mit Dorothy Roberts und Ruth Payne zum ersten Mal richtig Marina Oswald vorgestellt wurde, dass sie sie aber schon früher, als sie noch die alte Adresse hatten, über die Straße im Garten mit dem kleinen Kind sehen konnte. Nun folgt eine wichtige Passage, die ich erneut für euch übersetzen sollte. Während ihrer Anhörung hatte Linny gesagt, dass sie sich nicht erinnern konnte, zu mir jemals etwas gesagt zu haben über jemanden, der gerade Arbeit suchte. Aber ich kann euch versichern, dass sie es mal im Vorbeigehen erwähnt hatte. Linny hatte so eine Art, sich immer um alle zu kümmern. Sie machte sich oft um andere Sorgen und hasste es zu sehen, dass sie eine schwere Zeit durchmachten. Sie hatte mich nie direkt aufgefordert, mich umzuhören. Das war eine Entscheidung, die ich allein traf. Ich ging am nächsten Tag in die Arbeit und fragte Mr. Shelley, ob sie denn immer noch Leute einstellen würden, und er sprach mit Mr. Truly. Später am Nachmittag informierte mich Mr. Shelley, dass jeder, der einen Job sucht, einfach vorbeischauen kann, um einen Bewerbungsantrag auszufüllen. Ich ging damals nach Hause und erzählte Linny, was Mr. Shelley gesagt hat. Einige Tage später sagte mir Linny, dass der Ehemann einer Dame, die in unserer Straße bei Mrs. Payne wohnte, ebenfalls einen Job in der Texas Schoolbook Depository bekommen hat. Es war eine sehr kurze Konversation, kaum länger als ein Satz. Ich dachte nicht mehr daran, zumindest bis ich ihm das erste Mal begegnet war. Das mutet an dieser Stelle alles nicht so wichtig an, aber es ist auf jeden Fall eine vollständige Umkehr einer fixen Tatsache, die seitdem eigentlich in der JFK-Forschung zementiert wurde, dass es Linny und Ruth Payne waren, die den Job für Oswald organisiert hatten, während Frazier damit nichts zu tun hatte. Hier klingt das anders, aber das sind vermutlich nur kosmetische Details, aus denen ich nicht zu viel ableiten würde. Ich lese weiter Fraziers Wortlaut. Am Mittwoch, den 16. Oktober, wurde ich gebeten, mich in Mr. Shelleys Büro einzufinden. Als ich dort eintraf, sah ich ihn dort mit einem Mann, den ich nicht kannte. »Wesley, das ist Lee«, sagte Mr. Shelley. »Er wird ab heute mit uns arbeiten. Ich möchte, dass du ihm zeigst, wie man Bestellungen abwickelt, so gut, wie du es immer machst.«
Das war das erste Mal, dass ich diesen Mann traf oder seinen Namen hörte. Und ich begrüßte ihn, wie ich jeden anderen begrüßt hätte. Ich streckte meine Hand aus und sagte, »Hi, schön, dich hier bei uns zu haben.« Frazier schreibt weiterhin, dass dies nicht ganz so genau im Warren Report steht und dass hier ein paar Gedächtnisfehler gemacht wurden bezüglich dessen, wer genau mit wem gesprochen hat, aber dass sich die Dinge ebenso ereignet haben, wie er es hier nun beschreibt. Denn in der letzten Folge hatten wir aus den Warren-Anhörungen gelesen und dort gab Frazier damals und offensichtlich fälschlicherweise zur Aussage, dass es Roy Truly war, der ihn im Vorbeigehen oder aus einer Unterhaltung heraus informiert hatte, dass da bald ein neuer Mitarbeiter eintreffen würde. Doch dies korrigiert hiermit Frazier und stellt es richtig. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit das Gewicht hat. Aber Frazier's Anhörung fand damals in Washington statt und war für den jungen Wesley ziemlich überwältigend gewesen. Zumal dieser niemals zuvor Texas verlassen hatte oder mit einem Flugzeug flog. Nun beschreibt Frazier seine ersten Tage mit Oswald, wie er ihn in die Arbeit einwies und wie sich zwischen den beiden die Unterhaltung ergab, die damit einherging, dass Frazier Oswald am Freitag nach Irving fahren würde, damit dieser dann in Ruth Baines Haus bei seiner Frau Marina und dem Kind übernachten konnte. Das zweite Kind war zu diesem Zeitpunkt noch nicht da. Frazier schreibt, dass er keine Ahnung hatte, dass Lee und Marina getrennt waren und dass er nicht verstand, wie Lee das nur macht, unter der Woche getrennt von der Familie zu sein. Er erzählt dann auch davon, dass Oswald ihn am Arbeitsplatz einige Tage sozusagen beschattet habe, also mit ihm arbeitete und ihm alles nachmachte, bis er alles gut genug verstand, um auf eigene Faust die Aufträge abzuwickeln. Ich muss da ein wenig schmunzeln. Frazier schreibt, der Job sei nicht immer so einfach gewesen, wie es den Anschein macht. Doch ich habe den starken Eindruck, dass Oswald hier etwas tat, das einige Kilometer unter seinem Intellekt war und er vermutlich nach einer oder zwei Stunden sehr wohl befähigt war, seiner Jobbeschreibung zu entsprechen. Roy Truly beschreibt ihn später vor der Kommission als einen Arbeiter mit überdurchschnittlichen Resultaten. Somit, ich hatte immer das unterschwellige Gefühl, dass die Bekanntschaft zwischen Oswald und Frazier ein sehr einseitiges Gefälle besaß. Nicht, weil Oswald 4 Jahre älter als Frazier war, sondern weil Oswald vermutlich viel darin geübt war, seinen Intellekt zu verstecken und casual zu erscheinen, ohne aufzufallen, obwohl er vermutlich deutlich intelligenter und lebenserfahrener war als Frazier. Zumindest war Oswald hier so. Es gibt andere Situationen, die eben eine andere Persönlichkeit zeigen. Und damit meine ich nicht die Doppelgänger, sondern die Tatsache, dass dieser, unser Oswald hier, durchaus die Fähigkeit besaß, seine Persönlichkeit nach Bedarf zu verwandeln und damit auch sehr kontrolliert in seiner Ausdrucksweise zu sein. Frazier merkt an, dass die Arbeit in diesen Wochen etwas erschwert war, da sich die Buchkartons verteilt auf dem 5. und 6. Stockwerk befanden, da im 6. Stockwerk Renovierungen stattfanden. Wir nähern uns also in Meilenschritten dem Tag X. Noch am selben Mittwoch oder am Tag darauf sprach Oswald Frazier zum ersten Mal auf eine Mitfahrtgelegenheit nach Irving an zu seiner Frau. Etwas, das Frazier allzu gerne erfüllte. Frazier erzählt auch, dass es während der Arbeitszeit weniger Gelegenheiten gab, herumzuplaudern, da die Fulfiller immer unterwegs waren, mit Kartons in den Händen, zwischen dem 1. und dem 5. oder 6. Stockwerk. Frazier beschreibt im Buch Oswald als introvertiert und nicht sehr gesprächig. Falls das stimmt, und es deckt sich durchaus mit anderen Aussagen vor der Warren-Kommission, so mag das eine Maske gewesen sein, die Oswald trug. Und ich sage das deshalb, weil 4 Jahre zuvor seine Marine Buddies einen anderen Oswald gekannt haben, der eher ausgelassen war. Wer die Fotos von Lee Harvey Oswald aus Russland kennt, im Kreise von neu gewonnenen russischen Freunden, sieht kaum einen introvertierten Mann. Dieser Widerspruch lässt sich durch einige Erklärungen auflösen. Doch welche dieser Erklärungen stimmt, das kann ich nicht sagen. Es wäre möglich, dass Frazier diesen Punkt absichtlich übertreibt, da er ein Leben lang ein geradezu existenzielles Interesse daran hatte, dass die ganze Welt daran glaubt, dass Frazier mit Oswald wenig Austausch hatte und dass Oswald schweigsam war. Oder dass Frazier Oswald tatsächlich so erlebte, weil Oswald es für nötig erachtete, sich genauso vor ihm zu geben. Wir wissen an dieser Stelle, dass Oswald Verbindungen zu Geheimdiensten hatte. Ob nun seine ganze bizarre Flucht in die Sowjetunion und die anschließende Rückkehr nur eine Operation des CIA war,
wie ich es in einer früheren Folge entwerfe und wie es Dick Russell in seinem Buch über Richard Case Nagel beschreibt, unangefochten bleibt, dass Oswald als Marine nicht zum Schützengraben-Grunt ausgebildet wurde, sondern in der Navy Intelligence mit einer Top-Secret-Clearance in Atsugi, Japan, die Radiodepeschen der U-2-Flugzeuge verarbeitete. Ein Programm, das allerdings dem CIA unterstand. Somit heute noch die tiefe Verbindung zwischen Oswald, Navy Intelligence und CIA anzuzweifeln, erscheint mir inzwischen ein wenig lachhaft. Man muss ja bedenken, sogar dann, wenn es der Warren-Kommission gelungen wäre, die ganze Welt davon zu überzeugen, dass Lee Harvey Oswald ein verrückter Spinner war, der in seiner Verwirrung den Präsidenten erschoss, war da noch das extrem peinliche Makel, dass, wenn es wahr wäre, es zugleich bedeuten würde, dass ein verrückt gewordener CIA- oder ONI-Mitarbeiter zum Attentäter wurde. Allein das war so skandalös, dass man im Warren-Report nicht gerade sehr mitteilsam bei dieser Thematik war. Die CIA-Leute bestritten alles und beriefen sich auf National Security. Und seine Marine-Offiziere waren durchaus mitteilsam, doch wie wir in der vorletzten Episode festgestellt haben, wollten die Ermittler der Warren-Kommission gar nicht erst die richtigen Fragen stellen. Da finden sich durchaus Bemühungen, Oswald als den durchschnittlichen Marine darzustellen, der alles andere als ein Stolz der Armee gewesen war. Doch ich würde behaupten, in jenen Tagen, als Lee Harvey Oswald vollkommen überqualifiziert, für $1,25 die Stunde von Frazier lernt, wie man Buchbestellungen abwickelt, sah sich Oswald selbst als ein Mann im operativen Feld, der nur auf eine Gelegenheit wartete, eine größere Rolle zu spielen. Ich glaube, dass Oswalds Stärken und seine Ausbildung darauf abzielten, Leute um den Finger zu wickeln, auf Leute eine bestimmte Wirkung zu haben, die er aber beliebig modifizieren konnte. Es ist auffällig, wie sehr später die Polizisten, die ihn in Dallas verhörten, alle betonten, wie gefasst und wie cool er war, obwohl auf ihn ständig Leute eingeredet haben. Es gab Momente, da war Oswald aufgebracht. Zum Beispiel verweigerte er sich gegen ein Verhör durch den FBI, wohl deshalb, da er auf den FBI wütend war, da einige Wochen vorher ohne sein Wissen und in seiner Abwesenheit FBI Special Agent Hostie seine Frau Marina befragt hatte, was Oswald mit einem verdammt wütenden Brief beantwortete, den er bei dem regionalen FBI-Büro in Dallas für Hostie hinterlegte. Eine Story, die wir an anderer Stelle noch detaillierter ausarbeiten werden. Aber alles in allem war dieser 24-jährige Mann extrem mutig und verdächtig gut darin ausgebildet, Gruppen und Orte zu infiltrieren. Er ging mit 23 Jahren zu irgendwelchen Nazi-Veranstaltungen und infiltrierte sie als Mitglied. Halbes Jahr vorher gesellte er sich zu militanten Anti-Castro-Akteuren in New Orleans und war Teil ihrer Bewegung. Gleichzeitig tat er so, als würde er eine sozialistische Pro-Castro-Organisation vertreten und verteilte Flugblätter an Passanten, bis es fast zu einer Straßenschlägerei kam. Er trat im Fernsehen auf und stritt sich dort mit Carlos Bringier um die Bedeutung des Marxismus-Leninismus. Ich meine, was habt ihr so mit 23 Jahren gemacht? Somit, wenn Buell Wesley Frazier hier schreibt, dass Oswald ein stiller Mann war, wenig mitteilsam und recht introvertiert, dann bin ich tief davon überzeugt, dass Frazier hier einen Oswald erlebt hat, der so ist, wie Oswald sich dafür entschieden hat. Das ist die Rolle, die Oswald hier präsentiert, vorausgesetzt Frazier sagt die Wahrheit. Da gibt es andere Facetten, dazu später mehr. Frazier beschreibt in seinem Buch, dass der einzige Zeitpunkt, wo die Kollegen sich ausquatschen konnten, während der 45-minütigen Mittagspause war. Frazier sagt, dass die meisten ihre Brotzeit in der ersten Etage in dem sogenannten Domino-Raum eingenommen haben. Erinnert ihr euch, was ich gesagt habe? Erste Etage ist Erdgeschoss. Der Pausenraum hieß deshalb Domino-Raum, weil sich dort einige Spiele befanden, vor allem Domino. Es war der Hauptaufenthaltsraum der Firma, aber nicht der einzige. Einen Stockwerk höher befand sich die kleine Kantine, also ein sehr kleiner Raum mit zwei Tischen und einem Cola-Flaschenautomat. Das ist der Ort, wo Patrolman Baker dann am 22. November mit vorgehaltener Pistole Oswald konfrontiert, angeblich 45 oder 50 Sekunden, nachdem die Schüsse gefallen waren. Manche aßen auch gerne draußen. In Dallas herrscht das ganze Jahr über eher mildes bis heißes Wetter. Und entlang der Elm Street gab es durchaus einige Essensstände, wo man ein Baguette oder einen Burger kaufen konnte. Frazier schreibt aber, dass er persönlich am liebsten ins Untergeschoss ging, wo er dann seinen von zu Hause mitgebrachten Sandwich verzehrte. Versucht euch das zu merken. Dieses Detail führte später zu allerlei Spekulationen. Er schreibt wörtlich:
Unten war es immer so still und so kühl und ich genoss einfach diese nette, lange Ruhe, die ich dort haben konnte. Ich meine, Frazier bescheinigt Oswald, er sei ein introvertierter, ruhiger Typ gewesen, der nicht gerne mit anderen anbandelte. Doch er selbst, Frazier, geht dann zum Essen allein in den Keller. Es ist eine Seltsamkeit, die sich lohnt, im Hinterkopf aufzubewahren, da sie später nützlich sein könnte. Frazier schreibt weiter und ich übersetze hier: Wir hingen nie zusammen ab, gingen zusammen essen oder auf ein Bier oder taten irgendwas am Wochenende oder nach der Arbeit, außer eben heimzufahren. Ich sah ihn einige Male auf dem Grundstück mit den Kindern aus der Nachbarschaft spielen, aber davon abgesehen hatte ich keine Ahnung, was er tat oder wohin er ging, wenn er freitags mein Auto verließ, bis ich ihn am Montagmorgen wieder für die Reise zurück aufsammelte. Wann immer wir zusammen heimfuhren, war es immer sehr leise im Auto. Nicht, weil die Stimmung angespannt war, sondern weil ich Lee gegenüber nicht viel zu sagen hatte, da er, wie ich bereits erzählt habe, nicht sehr gesprächig war. Das ist natürlich das alte Problem. Zwei sehr junge Männer in der Blüte ihres Lebens, beide beseelt von Vorstellungen und Erwartungen ihres Alters. Und sie haben sich nichts zu sagen. Es ist faszinierend, genauso wie es eigentlich unglaubwürdig ist. Und Frazier lässt keine Gelegenheit aus, um in jedem Absatz, der sich dazu eignet, immer noch einmal alle daran zu erinnern, dass er Oswald nur am Freitagabend nach Irving fuhr und am Montagmorgen wieder abholte. Und wieso spielt der introvertierte und viel zu ernste Oswald plötzlich mit Kindern aus der Nachbarschaft auf dem Grundstück von Ruth Payne? Oswald, der Streetball-Coach? Versteht ihr langsam, was ich meine, wenn ich sage, dass Oswald ein Kaninchenbau ist, der hunderte Kilometer tief unter die Erde führt? Und es klingt immer noch so, 50 Jahre später, als ob Frazier mit besonderem Nachdruck uns allen verklickern will, dass er absolut keine Ahnung hatte, was Oswald so tat. Oswald ist ihm in Gänze fremd geblieben. In Washington während seiner Anhörung vor der Warren-Kommission, also im März 1964, sagte Buell Wesley Frazier, und ich lese hier im Original: Not that I knew of. I say he didn't mingle with other guys like the rest of us. The rest of us usually joked back and forth with practically everybody who worked around there. But he usually kept to himself. That was the only time he talked to anybody was when he wanted to know something about a book or something like that. Er sagt, wir anderen hätten ständig gewitzelt miteinander, aber Oswald hielt sich abseits. Aber erinnern wir uns daran, dass Roy Lewis erzählte, dass Frazier und Oswald jeden Tag zusammen in die Arbeit kamen, dass also Frazier täglich den Umweg von Irving über Oak Cliff machte, um Oswald abzuholen. Das ist etwas spekulativ und Frazier hat mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass er nichts Näheres über Oswalds Zimmer in der Beckley Street in Oak Cliff wusste und dass er niemals dort gewesen ist. Aber wenn sich Roy Lewis an dieser Stelle nicht irrt, dann stellt es die ganze Frazier-Erzählung massiv in Frage. Die ganze Frazier-Geschichte hat somit ein wenig den Hauch einer Konstruktion, die irgendwie mit Klebeband und Heftpflastern zusammengehalten ist und an sich in Gänze Sinn ergibt, zumindest solange man nicht zu sehr dran rüttelt. Im vierten Kapitel beschreibt Frazier den Donnerstag am 21. November. Erinnern wir uns, dass 24 Stunden zuvor, nur 100 Meter entfernt von hier, der Kühlschrankexperte Ralph Leon Yates einen vorlauten, großmäuligen Mann aus dem Auto entlässt, den er als Anhalter mitgenommen hatte, und der ihn die ganze Zeit über Jack Ruby und die Möglichkeit eines Anschlags auf Kennedy vollplappert und der eine große Papiertüte dabei hat, in der sich angeblich Gardinenstangen befinden. Ein Mann, der nach Ralph Yates' Aussage gegenüber dem FBI Lee Harvey Oswald zum Verwechseln ähnlich sieht. Aber Roy Truly hat ausgesagt, dass Oswald während seiner paar Wochen beim Texas Schoolbook Depository kein einziges Mal gefehlt hat, kein einziges Mal Urlaub genommen hatte oder sich unerlaubterweise entfernt hatte. Etwas, das bei dieser Belegschaftsgröße vielleicht geklappt hätte, wenn man das Gebäude verließ, um nebenan schnell Zigaretten zu kaufen. Und während der 45-minütigen Mittagszeit verließen Mitarbeiter das Gebäude, um bei einem Straßenstand etwas zu essen zu kaufen. Aber ganz sicher nicht, um einen halben Tag AWOL zu sein, um irgendwo zwischen Beckley Street und Downtown Dallas einen Anhalter zu mimen mit einer länglichen, schmalen Papiertüte in den Armen, aus welchen verrückten Gründen auch immer. Ich möchte nicht in all die Details der Gardinenstangengeschichte gehen, denn das haben wir alles schon mit dem Warren Report durchgekaut.
und erwartungsgemäß fügt hier Frazier keine einzige interessante Zusatzinformation ein. Vielleicht nur das mikroskopische Detail, das Frazier hier erzählt, Oswald wäre sonst nie so weit in den Carport-Bereich gegangen, dass er kurz durch das Küchenfenster schauen konnte, was ein wenig Fraziers Mutter stutzig machte und Frazier sie gleich beruhigte und sagte, keine Angst, das ist nur Lee. Er erklärt hier, dass in den anderen Fällen, also an den anderen Montagen morgens, er Oswald mit dem Auto vor dem Haus von Ruth Payne abholte. Und wenn dieser auf ihn nicht bereits am Gehsteig wartete, hupte er ihn kurz heraus. Doch an diesem Tag war Frazier ein wenig verspätet und während er und Oswald dann Richtung Dallas fuhren, drückte er etwas mehr als sonst auf das Gaspedal, damit sie nicht zu spät kamen. Diese Auskunft fügt sich dann recht interessant in eine andere Behauptung. Frazier erzählt in seinem Buch nämlich, dass er sein Auto eben noch ein Modell aus den 50ern, damals noch keine Lichtmaschine hatte. Und weil sie wegen der schnellen Fahrt paar Minuten früher angekommen waren, wollte Frazier noch einige Minuten den Motor laufen lassen und etwas touren. Oswald wollte wohl nicht dabei sitzen in einer Wolke aus Abgasen und brach allein auf über den Parkplatz in Richtung des berühmten würfelförmigen Gebäudes. Das ist eine etwas andere Variante als die Geschichte, die Frazier damals der Warren-Kommission erzählte, dass er eine Minute zurückgeblieben war, um auf dem Rangierbahnhof neben ihnen dem Ankoppeln einer Lokomotive zuzusehen. Wobei der eine Aspekt, also Autobatterie, und der andere Aspekt, Rangierbahnhof, sich nicht unbedingt widersprechen müssen. Man kann ja beides tun. Frazier widmet Oswalds seltsamer Art, das Paket unter dem Arm zu tragen, an dieser Stelle seiner Autobiografie nur noch einen halben Satz, aber er bestätigt es noch einmal. Als Oswald den offenen Büroraum des Texas Schoolbook Depository betrat, war der erste Mitarbeiter, der ihn sah, sein Kollege Jack Doherty, der später bei der Warren-Kommission aussagte, Oswald hätte kein Paket in den Händen getragen. Zumindest hätte Doherty in seinen Händen nichts gesehen. Das erreichte so auch den abschließenden Warren Report auf Seite 133. Es ist allerdings in dieser typischen, tendenziösen Warren Report-Sprache formuliert, was schon Sylvia Marr in ihrem Buch Accessories After the Fact bemängelt. Denn der Abschlussbericht sagt wörtlich: Aber er konnte sich nicht daran erinnern, dass Oswald etwas in seinen Händen trug, als er die Tür betrat. Ich bin jetzt vielleicht ein wenig kleinlich, aber eine solche Formulierung suggeriert doch ganz deutlich, dass es durchaus möglich sei, dass Oswald etwas getragen hat, doch Doherty kann sich daran nicht erinnern oder es fiel ihm eben nicht auf. Und das mag tatsächlich die Wahrheit sein, doch es ist eine dieser Situationen, wo es sich lohnt, in das Originaltranskript zu schauen. In diesem Falle ist es im Band 6 auf Seite 377. Dort befindet sich die vollständige Aussage von Doherty. Ich übersetze hier mal. Doherty: Ich würde es mal so sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt nichts in seinen Händen gesehen. Und der Ermittler Joseph Ball, der ja auch Frazier befragt hatte, hakt hier nach und sagt: Mit anderen Worten, Ihr Gedächtnis ist an dieser Stelle eindeutig, ja? Und Doherty daraufhin: Ja, Sir. Und Ball sagt dazu: Mit anderen Worten, Sie würden mit Bestimmtheit aussagen, er hatte nichts in seinen Händen. Und Doherty darauf: Das würde ich sagen, Sir. Wie gesagt, ich will nicht kleinlich sein, so wie es schon vor 50 Jahren Sylvia Marr nicht sein wollte. Doch in der Deutung des Gesagten für den Abschlussbericht kann man nicht behaupten, Doherty konnte sich nicht daran erinnern, was de facto suggeriert, dass es da war, aber die Person sich daran nicht erinnern kann, sondern er sagte mit Bestimmtheit, er hatte nichts in seinen Händen. Vor einem richtigen Gericht hätte das der Strafverteidiger von Oswald sofort aufgegriffen und die Wortwahl als tendenziös angegriffen. Aber wir wissen doch inzwischen alle, dass ein Gerichtsprozess mit Lee Harvey Oswald auf der Anklagebank niemals, auch nur ansatzweise, auf der Tagesordnung stand. Nun ist zwischen dem Hintereingang des Gebäudes und dem Working Floor des Erdgeschosses noch ein hinterer Bereich, der eben mit der Laderampe für die Lieferautos verbunden ist. Und man könnte nun spekulieren, dass Oswald hier sein Papierpaket mit dem Gewehr versteckte, um es später dann in das sechste Stockwerk zu schmuggeln. Denn ohnehin erscheint es absurd, dass er einfach so durch das Erdgeschoss marschiert wäre, vorbei an anderen Leuten und sich dann einfach in die sechste Etage begab, ohne dass jemandem irgendwas in seinen Händen auffiel. Es wäre vermutlich einfacher, den Inhalt der Papiertüte,
also zwei Komponenten des Gewehrs plus die Tüte selbst, dann über den Vormittag mit Hilfe irgendwelcher Kartons durch das Gebäude zu seinem Sniper's Nest zu schmuggeln, so hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber um ehrlich zu sein, je mehr man das Szenario durchspielt mit der Topografie des Gebäudes und der Fülle der Mitarbeiter dort, desto mehr wird auch deutlich, welch eine schlechte und wenig erfolgsversprechende Idee das ist, ein Gewehr auf den eigenen Arbeitsplatz zu schmuggeln und vom Arbeitsplatz dann ein Attentat zu verüben. Wäre Oswald ein kluger Attentäter, er hätte sich vermutlich an diesem Tag krank gemeldet oder hätte sich vielleicht nachts über die Außentreppen auf das Deltex-Gebäude geschlichen oder vor dem Sonnenaufgang bereits eine strategisch günstigere Stellung an einer anderen Stelle der Autokolonne eingenommen. Der Warren Report versucht natürlich ständig zu suggerieren, dass Oswald diese Spielräume nicht hatte, weil er kein Auto besaß und kein Auto fuhr und somit eben von Leuten wie Frazier abhängig war. Welch ein seltsamer Attentäter. Die erste Person, die Frazier traf, als er schließlich das Gebäude erreichte, also nachdem er das Gefühl hatte, seine Autobatterie sei hinreichend aufgeladen, war sein Kollege James Jarman, besser bekannt als Junior. Jarman hatte einen ähnlichen Job wie Frazier und Oswald, wenn auch sein Schwerpunkt mehr bei der korrekten Frankierung der Pakete lag und bei der Überprüfung der Bestellungen, bevor sie rausgingen. Es war dann James Jarman, der Frazier im Verlauf des Vormittags ansprach, mit einer Tageszeitung in der Hand, und ihm erzählte, in der heutigen Ausgabe stünde, dass die Autokolonne mit dem Präsidenten nun direkt unter ihren Fenstern hindurchfahren würde. Und ob es denn in Ordnung sei, wenn sie rausgehen würden, um die Autokolonne zu sehen. »Keine Ahnung«, antwortet Frazier, »ich bin ja keiner der Chefs hier.« Und Jarman sagt so etwas wie, »aber du hast einen guten Draht zu Bill Shelley, kannst du ihn denn nicht fragen?« Frazier stimmt zu und spricht Shelley darauf an. Dieser trägt dieses Anliegen lieber weiter zu Roy Truly, da der Vorarbeiter eindeutig keine Autorität verspürt, solche Dinge allein zu entscheiden. Das tut interessanterweise auch Roy Truly nicht, der sich deshalb sogar mit Jack Kaysen kurzschloss, der Chefverwalter des Gebäudes. Etwas später kam dann die Nachricht aus der Chefetage zurück zu Frazier, der von Shelley erfährt, dass es okay sei und dass jeder, der die Parade anschauen möchte, gerne aus dem Gebäude an die Straße gehen kann. Frazier erzählt dann diese gute Neuigkeit gleich James Jarman weiter. Dieses winzige Detail macht aber auch deutlich, wie sehr das ein recht straffer Betrieb war. Das hier waren eben die frühen 60er. Und die Atmosphäre war sichtlich rigider und strenger als heute. Und von den niederen Angestellten wie Frazier, Oswald, Jarman oder Roy Lewis wurde eine durchaus submissive Gesinnungshaltung erwartet. Das war also auch eine Umgebung, in der Lee Harvey Oswald kaum viel Spielraum hatte. Es wäre also sehr schwer, die seltsamen Oswald-Doppelgänger damit zu erklären, dass unser Oswald vielleicht dazu tendierte, sich einfach mal für ein paar Stunden abzuseilen und irgendeinen Geheimdienst-Schabernack zu betreiben. Undenkbar. Nach 12 Uhr mittags begab sich Frazier langsam ins Erdgeschoss, wo er auf Lovelady und Shelley stieß. Die drei Männer hatten sich im Eingang des Gebäudes positioniert. Shelley, der etwas kleinwüchsig war, insbesondere neben dem hünenhaften Frazier, meckerte, dass er wenig sehen kann, und Frazier forderte ihn auf, doch einfach über den Gehsteig zu gehen und sich mehr zu den Leuten in der ersten Reihe am Straßenrand zu gesellen. Fraziers Position im Eingang des Gebäudes war nicht ungünstig, denn er sah die Limousine mit Kennedy und mit Jackie sehr deutlich entlang der Houston Street auf ihn zufahren. Dann verschwand nach der harten Kurve der Elm Street das Auto aus seinem Blickfeld. Einige Atemzüge später begannen die Schüsse. All das ist nicht wirklich interessant, weil Frazier hier in seiner Autobiografie lediglich eine weniger detaillierte Version seiner Aussage vor der Warren-Kommission wiedergibt. Ich erwarte da nichts Neues. Aber ab hier ist es für mich interessanter, weil wir zunehmend in ein Territorium abdriften, wo die Warren-Kommission wenig nachfragte und das Thema eigentlich zügig verließ. Frazier beschreibt das Schreien und Rufen der Menschen und all die Leute, die sich entlang der Straße in Bewegung setzten. Man rannte hin und her, während er, also Frazier, einfach nur stehen geblieben war, noch immer auf der kleinen Treppe im Eingang zum Texas Schoolbook Depository. Shelley und Lovelady begaben sich gleich entlang der Südfassade des Gebäudes in Richtung Westen, denn das war die Richtung, wo fast alle hinrannten, denn die meisten waren sicher, die Schüsse kamen von der Baumreihe am oberen Ende des kleinen Grashangs.
Frazier beschreibt, wie eine weinende Frau an ihnen vorbeilief und etwas Unverständliches murmelte. Und Frazier drehte sich zu Sarah Stanton, die auch im selben Gebäude arbeitete, und fragte, was hat sie gesagt? Und Sarah Stanton antwortete, sie sagte, sie haben den Präsidenten erschossen. Frazier schreibt nun, dass er noch ungefähr 2 Minuten dort stand, verwirrt und etwas orientierungslos, und dann langsam die paar Stufen die Treppe herunterkam. Er begab sich ebenfalls nach Westen entlang der Vorderseite des Gebäudes, brach dies aber nach einigen Schritten ab, da seine Absicht darin bestand, Shelley und Lovelady einzuholen. Doch weiter vorne, auf der Höhe der Pergola, war inzwischen ein totales Chaos, und er hatte das Gefühl, er würde dort die beiden kaum finden. Das ist eine interessante Stelle, sichtlich verdächtig, denn während seiner Anhörung vor der Warren-Kommission hat Frazier nie etwas davon erzählt, er hätte für eine Weile versucht, Shelley und Lovelady hinterherzulaufen und hätte dies abgebrochen, da er nicht glaubte, sie in dem Chaos so leicht zu finden. Es ist ein Detail, aber ein interessantes Detail, denn in seiner ursprünglichen Aussage stellt diese Situation ein Problem dar. Aufpassen. Gegenüber der Warren-Kommission sagte Frazier nichts davon, dass er sich eine Weile entlang der Südfassade nach Westen bewegt hatte. Was für Joseph Ball eine Schwierigkeit erzeugte, da Frazier, noch immer im Eingang des Gebäudes stehend, hätte Marion Baker sehen müssen, den Polizisten, der nur Sekunden nach den Schüssen auf der Houston Street sein Motorrad abstellt und sofort in das Gebäude rennt, also vorbei an Frazier. Und Baker, der sogleich Roy Truly im Schlepptau hatte, rannte diagonal durch das Erdgeschoss, um über die einzige Verbindungstreppe in der nordwestlichen Ecke des Gebäudes in die oberen Stockwerke zu gelangen. Und 45 oder 50 Sekunden nach den Schüssen stieß er im zweiten Stockwerk in der kleinen Kantine auf Lee Harvey Oswald, der dort gerade eine Cola trank. Eine berühmte Situation, gerade deshalb, da Baker gegenüber der Warren-Kommission aussagte, dass Oswald nicht außer Atem war und etwas überrascht wirkte. Und Frazier hatte in der Tat 60 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, dass diese kleine Aussage von ihm eine echte Wunde in seiner Version des Tathergangs darstellt. Patrolmen sind auffällige Gestalten. Sie tragen diesen weißen Helm mit einer Sonnenblende über den Augen und diese hohen Stiefel und diese straffe Motorraduniform. Natürlich könnte Frazier ihn übersehen haben, während er in dem Eingang stand, aber wer die Fotos sieht, Sekunden nach dem Anschlag gemacht, wo man Menschen in Alltagskleidung erkennen kann, mit Motorradpolizisten dazwischen, hat Mühe, das zu glauben. Das sind sehr auffällige Gestalten. Doch nun fügt er 60 Jahre später dieses Versatzstück ein, dass er eine halbe Minute oder so der Wegstrecke von Shelley und Lovelady folgte, bis er wieder umkehrte. Er sagt dazu sonst nichts und macht diesbezüglich keine Andeutungen. Doch es mutet fast so an, als würde er versuchen, diese Wunde in seiner Aussage im Warren Report zu kitten. Er konnte sozusagen Baker nicht sehen, weil das genau diese halbe Minute war, die er sich nach Westen begab, bis er es abbrach. Das wird in seinem Buch so nicht gesagt. Das bleibt unausgesprochen. Nun kommt ein interessanter Absatz, wo man sich endlich etwas hinterm Ohr kratzen kann. Sozusagen das einzige Häppchen, das Frazier uns in seiner Autobiografie serviert, das etwas frappierend Neues gegenüber seinen Aussagen in Washington und New Orleans darstellt. Frazier sagt, er ging anschließend paar Schritte direkt an die Ecke der Houston Street und der Elm Street, wo ein Ehepaar stand. Während er mit ihnen eine Konversation anfing, blickte er kurz hoch und konnte Lee Harvey Oswald draußen sehen, während dieser entlang der Houston Street in seine Richtung ging. Oswald bog dann nach rechts ab, um zur Elm Street zu gehen. Die Frau, mit der Frazier redete, fragte etwas und Frazier gab ihr eine Antwort. Als er dann erneut hochblickte, konnte er Oswald nicht mehr sehen, er war in der Menge verschwunden. Das klingt sehr ominös und vor allem hat Frazier nichts davon in 1964 in seiner Aussage vor der Warren-Kommission erzählt. Wäre das nicht erwähnenswert gewesen? Ach übrigens, während ich da an der Straßenecke stand, sah ich Lee Harvey Oswald in der Menschenmenge verschwinden, irgendwo entlang der Elm Street. Es wäre extrem wichtig gewesen, da über Oswalds Verlassen des Gebäudes nach dem Attentat seitdem hunderte Seiten Text geschrieben wurden. Dazu möchte ich nochmal auf Ed Shields zurückkommen, dem Kollegen von Oswald, von dem ich eine Tonbandaufnahme habe, wo er einem House Select Committee Researcher erzählt, Oswald hätte das Gebäude durch den Vordereingang verlassen. Allerdings, wie schon zuvor, kann es Shields nicht selbst bezeugen, sondern beruft sich auf andere.
Er sagt, Oswald wäre an Mrs. Reed vorbeigelaufen. Doch hätte Oswald in dem Zeitfenster von ungefähr 3 Minuten das Gebäude über den Vordereingang verlassen, wäre er an Frazier vorbeigekommen, der noch immer dort stand. Doch so wie Frazier seinen Anblick von Oswald beschreibt, während er sich da mit einem fremden Ehepaar unterhält, wäre Oswald über den Hinterausgang aus dem Gebäude gegangen und wäre dann entlang der Houston Street in Richtung Elm Street gegangen. Das ist also ein sehr unklarer, verwaschener Sachverhalt. Zumal der Warren Report davon recht besessen war, Oswalds Schritte aus dem Gebäude heraus in Richtung Oak Cliff Meter für Meter, Minute für Minute zu rekonstruieren. Aber es ist nicht die letzte ungewöhnliche Passage in diesem Buch. Denn wir kommen zu einer der seltsamsten Stellen seiner Aussage, als sich Frazier daran erinnert, dass er noch immer im Untergeschoss des Gebäudes seine Mittagspause liegen hat. Das ist also 5 oder 10 Minuten nach dem Anschlag. Das hatte er auch im Warren Report zum Ausdruck gebracht. Hier in seinem Buch erzählt er allerdings, dass es ihm im Erdgeschoss zu chaotisch war und so ging er ins Untergeschoss, wo es sehr ruhig war. Und hier aß er sein Pausenbrot. Und erst danach begannen dann plötzlich von allen Seiten Polizisten aufzutauchen, uniformiert und im Zivil. Diese Passage hat die Researcher schon immer schief angesprochen. Dieses seltsam autistische Verhalten von Frazier, der 10 Minuten nach dem Attentat in den Keller geht, dort einsam auf irgendeiner Kiste sitzt und stumm das Käsebrot kaut, das ihm Linnie Mae Randall in ihrer Küche gemacht hat. Würdet ihr euch so verhalten? Es gibt hierzu natürlich eine kleine Spekulation, von mir, aber auch von einzelnen Researchern. Und ich sage das voraus, dass das etwas an den Haaren herbeigezogen ist. Also ihr seid gewarnt. Aber die Sekretärin Geneva Hine, die im Texas Schoolbook Depository arbeitete, hatte der Warren-Kommission erzählt, dass wenige Sekunden, bevor Kennedys Limousine die Dealey Plaza erreichte und auf die Houston Street einbog, vor ihr, also auf dem Telefonschaltbrett, sämtliche Lichter ausgegangen waren. Dies wurde so gedeutet, dass möglicherweise jemand im Gebäude den Breaker für den Strom umgelegt hatte. Die Telefone waren damals sicherlich nicht am Stromnetz, das ist klar, aber eine zentrale Telefonanlage war von zusätzlicher Elektrizität abhängig. Und Geneva Hine dachte sich dabei nicht viel, da sie angenommen hatte, dass nun vermutlich einfach niemand anrief und brachte das im Kopf irgendwie mit der Tatsache in Verbindung, dass der Präsident vorbeifuhr. Nun war es so, dass Geneva Hine dort eigentlich nur deshalb saß, damit ihre beiden Kolleginnen, die Telefonsekretärinnen waren, rausgehen konnten, um die Autokolonne zu sehen. Als dann aber plötzlich alle Lichter um sie herum ausgingen, dachte sie, okay, dann kann ich auch nichts tun und folgte den anderen raus. Als sie wenige Minuten später wieder reingekommen war, da waren die Schüsse längst gefallen und die Telefonate kamen wieder normal rein. Die Aussage von Geneva L. Hine findet sich im Band 6 der Anhörungen der Warren-Kommission auf Seite 393. Es ist unwahrscheinlich, dass es Frazier war, der den Stromunterbrecher betätigte, denn er stand mit Shelley und Lovelady draußen an der Treppe, nicht wahr? Aber nur wenige Minuten nach dem Attentat war er der Erste, der einfach in den Keller schlendert, wo sich mit Sicherheit der Schalter befand, sich dort einsam hinsetzt und seine Mittagspause isst. Er, der so viel Energie aufgewendet hatte, der Welt zu erklären, dass Oswald ein einsamer Typ war, der wenig mit anderen zu tun haben wollte, sitzt in dieser unglaublichen Situation, in der alle anderen Menschen Kontakt suchen zu anderen Menschen, Aussprache suchen. In dieser Situation sitzt Buell allein im Keller des Texas Schoolbook Depository und isst sein Käsebrot. Es überrascht also nicht, dass viele Researcher darüber spekuliert haben, ob es denn nicht seine Aufgabe war, den Stromschalter wieder einzuschalten. Ich selbst würde mich als extrem agnostisch bezeichnen, was Frazier betrifft. Ihn als Lügner zu bezeichnen, wie so viele Researcher, kann ich nicht, weil seine Aussage doch auch sehr schlüssig erscheint. Aber ich habe schon immer den Verdacht gehabt, dass er seine Nähe zu Oswald herunterspielte, weil er vermutlich Angst um sich oder seine Familie hatte. Doch es ist so ironisch, weil Frazier in Wirklichkeit einer der Hauptzeugen zur Verurteilung von Oswald ist. Aber er hatte nie aufgehört, mit aller Vehemenz zu bekräftigen, dass die Papiertüte auf seinem Rücksitz nicht das Gewehr war. The first thing, no one knows what was in that bag but Lee.
The second thing, if it wasn't the rifle in the bag, which we know it cannot be, because if he was to take the Italian Concarneau rifle and take the barrel off of the stock, it would not fit in that bag that I described. Und es lässt sich nicht leugnen, wie sehr Frazier nach all den Jahrzehnten immer noch recht verärgert darüber ist, wie ihn die Polizei in Dallas, aber auch die Ermittler für die Warren-Kommission in Washington behandelt haben. Damit kommen wir nun zum Ende dieser Episode. In dieser Podiumsdiskussion, an der Frazier in 2013 teilgenommen hatte, machte er sich plötzlich Luft und sagte ganz deutlich etwas, das er so klar in seiner Autobiografie nicht festgehalten hatte, dass es nicht das Attentat an sich war, das ihn für Jahre und Jahrzehnte verstörte, sondern diese seltsame Atmosphäre in Washington, wo er unentwegt das Gefühl hatte, dass man von ihm eine Aussage und ein Resultat erwartet hatte, das er so nicht abgeben konnte, da es nicht der Wahrheit entsprach. Und vergessen wir nicht, dass Frazier nie wirklich geglaubt hatte, dass Oswald der Mörder von Kennedy gewesen sei, ungeachtet dessen, dass die Warren-Kommission Frazier ständig als einen ihrer Kronzeugen behandelte. In dieser kurzen Einspielung kann man die Ironie dieser Situation perfekt erkennen. You do believe that Lee Harvey Oswald fired out that window, don't you? Well, I've been told that, and the ballistics... Der Interviewer hier ist Hugh Ainsworth, der ein massiver Vertreter der Lone-Nut-Theorie ist. Und an dieser Stelle, weil das Interview immer wieder nicht gerade im Sinne der Warren-Kommission verlaufen ist, fragt der Frazier fast vorwurfsvoll: Aber Sie glauben schon, dass Oswald da aus diesem Fenster geschossen hat, oder? Und Frazier sagt darauf: Ja, das ist, was Sie mir erzählen. Und das Publikum bricht da in Gelächter aus. Das sagt viel über die Atmosphäre aus, in der sich diese ganze Forschung abspielt. In dem Buch von Frazier endet damit der autobiografische Bericht über das Attentat selbst. Doch was nun kommt, ist der eigentlich wichtige Bereich seiner gesamten Zeugenaussage. Nun kommen wir zu jenen Momenten, die damals von Joseph Ball aus seiner Befragung von Frazier vollständig ausgeklammert wurden. Aus naheliegenden Gründen. Wir wissen nun durch die Aussagen von Frazier selbst, dass die Warren-Kommission ihn mit einem vorgefassten Resultat vorgeladen hat. Und dass Frazier sichtlich standhaft geblieben war bei seinen Angaben zur Paketgröße. Wenn wir nun annehmen, dass Frazier nicht log, bleibt unbeantwortet, was Oswald mit der seltsamen Papiertüte wollte. Hatte er doch Gardinenstangen dabei? Aber diese Sendung ist schon wieder sehr lang. Und so werde ich hier einen dringenden Schnitt machen. Und wer weiterlauschen möchte, muss bei der nächsten Episode dabei sein und weitermachen. Bis bald. In the vicinity of where they took me and I've described, where there was a flash of light, and there was something which occurred which caught my eye in this immediate area on the embankment. What this was, I could not say at that time, and at this time I could not. As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or a gunshot. And it sounded like it came from the left and in front of us, towards the wooden fence. And there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence between the book depository and the railroad track. I looked up and saw a man running up this hill.